Herzlich willkommen zu Marv zockt Far Cry 3 Blood Dragon. Planet Key.de hat mir das Spiel zur Verfügung gestellt, vielen Dank an dieser Stelle. Und die haben gesagt, schau dir das doch mal an, das wäre doch was für deine Kurzvorstellung. Und Far Cry 3 Blood Dragon ist so ein... Ja, DLC kann man das gar nicht richtig nennen. Es ist ein Add-on vielleicht für Far Cry 3 und versetzt uns so ein bisschen in die... Was für eine Zeit ist das hier? Die trashige Fernsehzeit. Das trifft es, glaube ich, am besten. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, diesen Cyborg zu steuern, Rex Cold, und verschiedene Missionen anzugehen. Das Spiel lässt sich vor allem auch ohne Far Cry 3 selber spielen. Doc. So eine Standalone-Geschichte. Verdammt ist der groß. Jede Einrichtung hat ihre eigenen Generatoren. Aber ohne den Damm kann Sloan sie nicht lange bei voller Kraft am Laufen halten. Dann wird es Zeit für ein Feuerwerk. Okay. Ich sende Koordinaten zu genügend C4000, um den Damm zu sprengen. Ohne das Wasserreservoir wird das Kühlsystem des Reaktors gestört. Missionsziel: C4000 beschaffen. Genau. So, wir werden jetzt hier mal die Seilrutsche benutzen. Das ist alles ein bisschen übertrieben. Alles ein bisschen nach übertrieben dargestellt. Wir sind hier dieser Super Cyborg. Müssen hier so ein bisschen klarkommen mit der ganzen Geschichte. Können auch hier so ein bisschen den Stinkefinger zeigen. Damit die ganze Geschichte irgendwie auch noch ein bisschen witzig wirkt, glaube ich. So. Rutschen wir einfach mal ganz gechillt nach unten und schauen mal, wie wir die Mission jetzt lösen können. Das ganze Teil muss in die Luft gesprengt werden. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, unterschiedlich an die ganze Sache heranzugehen. Entweder schleichen wir oder wir nehmen die typische Rambo-Manier und rennen einfach mal ins Lager und schießen alles nieder, was es da so gibt. Ich bin immer so der Schleicher gewesen, gerade in Far Cry 3. Was mir doch übrigens sehr viel Spaß gemacht hat, habe ich mir gedacht, das wäre genau das Richtige, vielleicht hier auch so ein bisschen einen auf sneaky Super Soldat zu machen. Schauen wir mal, was wir draus machen. Doc, ich bin zu allen Schandtaten bereit. Genau wie damals, als Sie mich und mein Team in Quebec retten wollten und die Nuklearreaktoren der Hydrofabrik überhitzten. Ich kann mich kaum an die Zeit vor meiner Erschießung erinnern. Meine Kindheit, meine Eltern. Der zweite Vietnamkrieg. Tut mir leid. Viel Glück, Rex. Wir zählen darauf, dass Sie uns wieder retten. Scan abgeschlossen. Mission: Erreichen Sie den Damm und legen Sie das C4000 an Schwachstellen. Genau. Ziemlich klare Ansage hier, was wir machen müssen. Grobe Hunde können Sie riechen, selbst wenn Sie getarnt sind. Wer kann mich riechen? Benutzen Sie Würfel, um die Robohunde von ihrer Position fortzulocken. Robohunde. So, da haben wir auch gleich noch zwei. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das jetzt am besten mache. Entweder mache ich da jetzt gleich mal ein bisschen Ram-Tam-Tam, ja. Oh, das war die falsche Taste. Ja, das war richtig gut. Ich wollte eigentlich jetzt das, was anderes machen. So, den habe ich. Den habe ich auch. Wir müssen jetzt halt wirklich aggressiver vorgehen, weil ich es jetzt gerade versaut habe. Eigentlich wollte ich das Waffenrad benutzen. Na komm. So, den haben wir auch. Ich muss aufpassen, dass die jetzt hier keinen Alarm auslösen. So viel dazu. Sieh mal, Scheiß am Stiel. Scheiß am Stiel. Leute. Kann ich die Robohunde auch ablenken, wenn sie nicht schon im Visier haben? Ich glaube nicht. Ah, die Leute sterben auf jeden Fall relativ schnell, das ist ganz gut. Aber ich halt auch. So, wir machen die ganze Geschichte jetzt einfach noch einmal. Wie ihr gesehen habt, gleich beim ersten Mal schon hier den Bock abgeschossen und alles falsch gemacht. Liegt einfach daran, dass mir die Steuerung noch gar nicht so geläufig ist. Ich habe das jetzt zwar schon mal gespielt, aber halt nur mal kurz angezockt, um da mal reinzuschauen. Ich finde es relativ schwierig, den Überblick zu behalten, einfach weil das alles so bunt ist. Das ist halt so der allgemeine Grafikstil jetzt hier von Blood Dragon. Wenn ich mir überlege, dass ich jetzt hier eigentlich einen auf Schleicher machen wollte. Robohunde können sie riechen, selbst wenn sie getarnt sind. Ist das immer so eine Sache? Benutzen Sie Würfel, um die Robohunde von ihrer Position fortzulocken. So, und das macht natürlich ordentlich Alarm. Was jetzt so schlau war. Jetzt machen sie wieder hier
Ach, Mr. Marv. Ich bin schon der richtige Top-Killer hier, muss ich euch sagen, wie ihr seht. Aber das zeigt, glaube ich, auch gleich... Oh! Das zeigt, glaube ich, auch ganz gut, worum es in diesem Spiel halt geht. Ich muss auf jeden Fall hier den nehmen. So. Den muss ich ausschalten. Den habe ich. So viel zum Thema. Eigentlich wollte ich das still und heimlich machen. Das habe ich ja gleich in den ersten 5 Minuten schon versaut. Komischer Hund. Na. Daneben. Jetzt aber. Da platzt ihm der Kragen. Auf jeden Fall. Rex Cold ist nie um flotte Sprüche verlegen. Der hat immer irgendwie so einen komischen Spruch auf Lager. Wenn du das erste Mal spielst und die ersten Eindrücke vom Spiel sind echt witzig, also gerade so hier die Roboterarme und so eine Geschichten, das ist dann schon etwas, was halt nicht so regelmäßig aufkommt. Die wollen halt auch so wirklich diese Trash-Schicht so ein bisschen ansprechen. Was geht denn für einer? Muss mich nochmal heilen. Ich hoffe, ich habe genug Medikits dabei. So, da unten ist noch einer. Aber den werden wir jetzt ausschalten hier mit der Shotgun. Bei der Arbeit sterben, na sowas. Ich hoffe, ich kann euch hier noch ein bisschen mehr zeigen. Zum Beispiel, wie ich das Ding jetzt hier in die Luft jage. Mission teilweise abgeschlossen. Weiter zum nächsten Strukturfehler. Können uns die Leute immer noch mal vornehmen? Oder habe ich dem wirklich die Rübe weggeschossen? Da ging dann nichts mehr. Komme ich da oben irgendwie rauf? Ich hatte mich absichtlich dagegen entschieden, zu diesem Spiel ein Let's Play zu machen. Wie gesagt, mir liegt diese ultimative neonbeleuchtete Farbgebung überhaupt nicht. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch das Spiel einfach mal. Ich fand gerade Far Cry 3 letztes Jahr extrem gut. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe es nicht Let's Played, aber so von der Art her fand ich das so gut. Das war für mich wirklich so das Spiel des letzten Jahres. Ich habe gedacht, das kann jetzt hier mit Blood Dragon ähnlich werden. Kann, muss aber nicht, wie man sieht. Hat auch viele Fans, das Spiel. Also auch gerade wegen diesen Sprüchen und so, die der halt zwischendurch raushaut. Oder diese Comic-Zwischensequenzen, die es gibt. Komm, lösch dich. So. Genau. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe einfach eine Granate ihm in den Rücken geworfen, damit sein Treibstofftank explodiert. Und ihm dann mit der Kanone den Rest gegeben. Wir können hier auch diese... Wie werfe ich die nochmal? Mit F? Ich glaube, mit G werfe ich die. Diese Herzen von den Leuten kannst du irgendwie rausreißen, ganz widerlich. Und kannst damit irgendwelche Tiere anlocken. So, schauen wir mal, dass wir den vielleicht verwenden. So gut ist die KI halt nicht. Ich spiele jetzt nur auf Mittel. Ah ja, hier, das meine ich. Du kannst ihm hier die Roboterherzen aus der Brust reißen. Die wiederum irgendwie als Futter für den einen oder anderen Dinosaurier dienen. Alarm mal ausmachen hier. So, nach oben noch zum letzten Sprengpunkt. Oh, unten kommen schon wieder welche. Unten links auf der Minimap sieht man das ganz gut, wo der Gegner dann herkommt. Ach ne, der ist hier oben. Ah. Ging voll daneben. Der auch. Aber spiele ich so gerne mit dem Bogen.
Aber wenn man es nicht hinbekommt, sollte man es vielleicht lassen. So, den haben wir auch. Tja, wenn ich hören will, muss brennen. Völlig richtige Einstellung. So mag ich das. Na komm schon, mach's aus. So, hier ein Abbrennen muss man ja nicht sein. Völlig abgebrannt, Rex Cold. Ich liebe diesen Scheiß. Mission abgeschlossen. C4000 gelegt. Schön, schön. Bitte vor der Sprengung in den Sicherheitsbereich begeben. Na gut. Stöpsel aus der Wand. Das machen wir jetzt nochmal eben schnell. Komme ich da irgendwie oben ran? Ne, ich muss hier unten rum, glaube ich. So. Ich hoffe nur, das neue C4000 ist so gut wie das alte C400. Das hoffe ich auch. Dann würde ich mal sagen, soll die Party beginnen. Ist es nicht. Doc, der Sprengstoff tut's nicht. Dann waren Sie ein Ingenieur, der im Damm arbeitet. Da waren Zivilisten. Aber... Ich kenne die Einrichtungen für so ein Vorhaben. Hier, Sie finden den gesamten Sender. Missionsziel, Ingenieur im Innern des Damms treffen. Na wunderbar. Ich habe gedacht, das Teil sprengen wir jetzt einfach so rucki-zucki in die Luft. Ja, wisst ihr Bescheid. Ich habe auch zu Hause meine Packung Kobayashi Cyborg Schmieröl zu Hause rumstehen. Ich meine, ohne die geht's ja quasi gar nicht mehr. Ich muss jetzt mal gucken. Ich hatte jetzt eigentlich... Doch, ich dachte, ich hatte Untertitel eingestellt. So, anwenden. Diese angezockt Sachen mache ich letztendlich auch immer gerne dann, um euch halt so einen kleinen Eindruck von dem Spiel zu verschaffen. So, den haben wir auch. Der macht nichts mehr. Laden wir schnell durch. Schauen wir mal, ob wir hier diesen Wissenschaftler finden können. Die Musik erinnert halt auch so ein bisschen an so... Was sind das? 80er, 90er Jahre Filme? Terminator und sowas. Alles leicht übertrieben dargestellt. Vielleicht hätte ich euch noch so eine Cutscene noch mit raussuchen sollen, damit ihr das irgendwie besser sehen könnt. Aber so kann man auch, glaube ich, genau sehen, was das Spiel halt ist und wie es halt ist. Oh, cool. Mit der Terror 4000 müssen sich die Kommunistenschweine sehr warm anziehen. Welche tausche ich denn aus? Die. Oh ja. Macht er auch noch ein bisschen Musik hier, der Rex? Kaufen wir noch ein bisschen Munition hier. An diesen Automaten geht das immer ganz gut. Dafür sind die dann da. Haben wir hier noch ein bisschen Geld. Jetzt wollte er mich eigentlich sehen, aber... Erinnerung. Werfen Sie ein Cyberherz auf den Gegner, damit Drachen in der Nähe ihn angreifen. Genau, G war das Cyberherz. Das machen wir jetzt einfach mal. Viel Spaß damit. Jetzt müsste eigentlich irgendwo... Natürlich. Auf der Minimap seht ihr so einen grünen Pfeil. Der grüne Pfeil ist einer dieser Drachen. Und der kommt da hinten gerade an und verwüstet da mal so ein bisschen die Leute. Den habe ich jetzt mit diesem Herzen angelockt. Der wird ja jetzt ganz schön Stress machen. Schlafen
Leben kann ich, wenn alle tot sind. Und hat verdammt viele Lebenspunkte und kann Laser schießen. Ich weiß, völlig abgedreht. Aber da muss ich auf jeden Fall durch. Hilft jetzt nichts. Komme ich hier außen irgendwo lang? Nee. Boah, wie viel Munition das Teil verschießt in so kurzer Zeit. Ich muss mich schon mal darum kümmern, dass ich den Drachen so ein bisschen erwische. Für die aushalten. Und solche Sprüche machen halt dieses Spiel halt wirklich aus, ja. So, ich glaube, jetzt hat er mich im Visier. Was? Was ist das für ein Viech? Der große Heli, wie kann ich den denn jetzt abschießen? Kann ich den auch mit Herzen bewerfen? Bin mir nicht sicher. Jetzt habe ich doppeltes Problem, so ein verdammt wütenden Drachen, der da draußen irgendwie auf mich wartet und ein Helikopter, der mir irgendwie ans Leder will. Das so eine gute Idee war. Kann der Helikopter sich nicht um den kümmern? So, zünde ich den mal ein bisschen an. Wo ist denn der jetzt grün? Ah! Weil er gerade seinen Dings auflädt, okay. Jetzt habe ich mir den natürlich selber eingefangen. Diesen blöden Drachen. Normalerweise ist er relativ gut da drin, auch die gegnerischen Leute auszuschalten. Aber wenn die alle tot sind. So. Jetzt ist selbst der nur noch Brei. Wo müssen wir dann hin? Den Heli muss ich mal irgendwie versuchen runterzuholen. Sehr gut. Was? Was seid ihr für welche? Ich hab gleich keine Munition mehr, Jungs. So, den habe ich auch. Oh, hier. Mit einem MG auf dem Wagen. Oh, oh, oh. Beweg dich, Rexy! Ihr seid mir tatsächlich überlegen, soll ich doch mal sehen hier. Du verlierst Öl, würde ich sagen. Den haben wir auch. Da kommt schon wieder der nächste Heli. 200 Schuss. Alles reingedrückt und dann müssen wir da eigentlich... Genau. So, hier unten müssen wir hin. Irgendwo da unten. Hier. Sollte doch kein Problem sein. Schönen guten Tag. Missionsziel erreicht. Sind Sie Sergeant Rex Code? Dr. Darling sagte, Sie wären sowas wie ein Held. Oh ja. Ich bin kein Held. Ich bin nur ein einfacher US Military Mark IV Cyber Commando. Alles klärchen. Bahnen Sie mir einen Weg zum Reaktor, damit ich ihn runterfahren kann. Ich bin kein Cybersoldat. Okay. Und dann gehen Sloan die Lichter aus. Ja, und wir begleiten jetzt hier den guten Mann nochmal ein bisschen. Solche Beschützungsmissionen sind immer so ein bisschen... Ja, immer ein bisschen schwierig, finde ich. Hier ordentlich einkaufen. Noch ein bisschen Medikits hab. So, jetzt haben wir genug. Schauen wir mal, wie viele jetzt auf uns zukommen. Oh, hier ist schon der Reaktor, das ist doch gut. Da oben ist gleich einer. Ich warte hier, während Sie Ihr Ding machen. Ja, gut, das ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, was das für Geräusche sind hier. Ach, schau mal, wer da hinten kommt. Wieder so ein Flammentuch. Den haben wir auch. Oh, diese Minigun ist echt gut, ne? Ein kleines Messerchen haben wir auch noch dabei. Das hilft uns auch noch so ein bisschen, die ganze Geschichte zu erledigen hier.
Schauen wir mal, dass wir irgendwie oben uns einen besseren Überblick verschaffen. So. Ist hier oben bei mir? Einfach draufhalten, Leute. Einfach draufhalten, das funktioniert immer. So, jetzt könnte er eigentlich vorbeikommen. Guter Junge. Warum beschützen Sie die Männer nicht, die unter Ihrem Befehl stehen, Sloan? Nur die Starken können sich selbst schützen. Das habe ich im Krieg gelernt. Zum Sieg hat es Sloan nicht gereicht. Wir haben Kanada zu einer nuklearen Einöde gemacht. Das war lange nicht genug. Aber mein Sohn, das wird sich bald ändern. Das verspreche ich dir. Wollen wir doch mal sehen, was sich hier ändern wird. Ich warte hier, während Sie Ihr Ding machen. Ah, wie viele kommen denn noch von den Jungs? Säuberung von Mutterhirnbiotoxin auf Unterebene 3. Säuberung auf Unterebene 3. Also die starke Variante, einfach drauf zu ballern, wie blöd, funktioniert offensichtlich sehr gut. Da muss ich mir gar nicht die Mühe machen, jetzt hier so ein bisschen vorsichtiger vorzugehen, geht natürlich auch. Aber wie gesagt, durch dieses ganze Neon und Leuchten und Blitzen und Flackern und keine Ahnung was, liegt mir das sowieso nicht so mit dem Schleichen, glaube ich. Doktor, bleiben Sie da, wo Sie sind. Oh, hier, noch so ein Flammentyp. Oh oh. So, jetzt muss ich mal kurz zurückziehen. Sehr gut. Vielleicht sollte ich mir hier für diesen Bereich eine andere Kanone nehmen. Oh, die greifen oben den Techniker an. What? Ist doch alles cool. Wo ist dein Problem, Mann? Hat er mich kleiner Fraggle genannt? Ich selber so ein kleiner Fraggle. Nicht nett. Sauber. Sieh einen an. Immer noch am Leben. Wissen Sie was, Sloan? Ihre Omega-Force ist nur ein Omega-Furz. Frank, wir werden auf die wir hier Furz. Oder wer Cybergott ist. Ja, so wird's entschieden. Furzen oder Cybergott. Such dir eine Position aus. Verrate mir eins, Rex. Seit sie dich mit meinem Kampfprogramm gefüttert haben, klingt deine kleine Stimme in deinem Kopf nach dir? Oder klingt sie nach mir? Was faseln Sie da, Sloan? Na, vielleicht steckt mehr von mir in dir als von dir selbst. Oder es macht dir Angst, dass ich dir keinen Grund zum Töten gab. Sondern nur eine Ausrede. Jetzt hab ich's. Das ist die Brücke zum freigelegten Reaktorkern. Na, dann mach mal auf hier. Check die Cyberhaie. Cyberhaie? Ich werde die Kontrollmechanismen überbrücken und lass das Baby überhitzen. Dann gehen Sloan die Lichter aus. Das haben Sie schon mal gesagt. Licht aus. Für immer. Okay. Wir sind fast da, Sergeant. Warnung. Starke elektromagnetische Impulse. Oh, Kacke. Ja, schauen wir mal, was wir jetzt mit dem Reaktor machen. Cyberhaie. Sie haben mich ausgesperrt. Sie müssen die Notfallüberbrückung des Schilds jetzt unter Wasser überbrücken. Oh ne, ernsthaft? Denken Sie an die Cyberhaie da unten. Scanne. Unter Wasser Nebenanschluss deaktivieren. Demieren. Fundieren. Massieren. Zum Öffnen der Sicherheitssysteme. Ich habe nicht mal eine Waffe hier unten. Weiß gar nicht, wo ich hin muss. Schon der erste Hai. Schwimm mal dahin, wo es leuchtet. Hier. So, wie massiere oder deniere ich hier? Nebenanschluss deaktiviert.
Geben Sie dem Nächsten einen Kuss. Kuss, Kuss. Einen Kuss? Komm mir eher, mein kleiner Nebenanschluss. Schmusi, schmusi. Rex Cold macht dir einen kleinen Zungenkuss. Mit Nebenanschluss. Beendet. Zurück zum Ingenieur, zum Händchen halten und Fullerken. Warum sage ich das? Gut gemacht. Jetzt muss ich mich nur ins System hacken und den Reaktorkern freilegen. Bitte. Achtung. Bitte nicht in der braunen Zone parken. Was für eine braune Zone? Ich öffne jetzt die Reaktorschilde. Die dürfen mich nicht töten, okay? Ich will ja nicht, dass sie dich töten. Ah ja, schau mal, da kommen schon wieder welche. Wie halten die denn aus? Ihr müsst doch herkommen, Leute. Kann auch zu dir kommen. Man ist relativ langsam mit dieser Minigun. Na klar. Ich dachte, du willst hier hacken. Versteck dich nicht hinter der Ecke. Komm ich da oben schon rauf? Okay. Kommt runter und kämpft, ihr rostigen Spucknäpfe. Rostige Spucknäpfe? Wie gesagt, Rex Cold ist sehr kreativ in seinen Beleidigungen, wie ihr hört. Oh hier, so einer der Dicken. Der hält doch einiges aus. So, das nehme ich mir mal mit. Ein bisschen mehr Munition wäre nicht schlecht. Kommt dann noch weg auf dem Boot? Oh ja, hi. Das Boot brennt schon. Nur schnell. Und er schreit und schreit. Sie haben ein paar Cybersoldaten übersehen. Was, wo? Wo habe ich wen übersehen? So zeige man ihn mir. Nicht, dass ich wüsste. Ach, da oben ist einer. Der traut er sich jetzt gar nicht dahin. Das haut ihn von den Socken. Sie müssen den Reaktor schlagen. Mission Ziel, schlagen Sie den Nuklearreaktor. Großartig. Richtig geschlagen werden will er nicht. Schauen wir mal. Ernsthaft jetzt? Muss ich den jetzt wirklich so lange prügeln hier? Wo soll ich das denn machen? Gibt dir da eine gewisse Idee? Achso, da. Oh nein! Doc, ich hab's geschafft. Aber Benji nicht. Mir leid, Rex. Benji war ein guter Mann. Nein, Doc. Er war ein echter amerikanischer Held. Ja, Wahnsinn. Fühlen Sie sich nach dieser EMP-Welle, Rex? Ich fühle mich wie neu, Doc. Ich bin jeder Aufgabe gewachsen. Ich weiß nicht. In The Bishop of Battle bin ich so gut wie unbesiegbar. Doc, Sie spielen Computerspiele? Aber ja, Rex. Videospiele sind ein anerkannter Bewältigungsmechanismus. Wie jedes Hobby. Sie verbessern die Hand-Auge-Koordination, Problemlösung, soziale Interaktion und das Selbstwertgefühl. Und keine Studie konnte je einen Zusammenhang zwischen Computerspielen und Gewalt beweisen. Ehrlich, jeder, der Spiele für schädlich hält, ist ein blöder Pimmel.
Hey, wow, wow, Doc. Nein, Rex. Immel steht für partiell ignoranter Mensch mit elementarer Lernbehinderung. Eine Abkürzung. Aber ich schätze, das hier ist kein Spiel mehr, oder? Tja, ich schätze auf jeden Fall, das Spiel ist jetzt vorbei. Ich sag danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr konntet euch einen kleinen Eindruck von Far Cry 3 Blood Dragon machen. Im Preisvergleich bei Planet Key gibt es das jetzt relativ günstig. Könnt ihr mal schauen. Die ganzen Angebote vergleichen, solltet ihr das Spiel weiterspielen wollen. Also es ist halt kein Far Cry 3, das muss euch klar sein. Aber es ist halt ganz witzig gemacht. Mit seinen ganzen Missionen hier und diesen komischen Ideen, die dahinter stehen und die Sprüchen und so. Also auf jeden Fall mal für einen Zockernachmittag sicherlich geeignet. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Marv zockt.